Sabine Giesiger, du hast einen Film gemacht über Bhagwan, der hieß Guru, und der war relativ kritisch gegenüber der Person dieses Heilsbringers, und jetzt kommt eigentlich ein Gegenfilm, könnte man sagen, der heißt Jalumskur, eine Anleitung zum Glücklichsein. Das ist ein positiver Film. Wer ist Jalom, worum geht's? Also wenn du schon diesen Bezug machst, ich glaube, der Film war für mich auch ein bisschen eine Erholung nach dem Bhagwan-Film. Im Leben geht es ja eigentlich immer ums Gleiche, dass es ziemlich schwierig ist, sich darin wohlzufühlen, darin einen Sinn zu sehen, gute Beziehungen zu haben, die einem darüber wegtrösten, dass es halt manchmal schwierig ist. Und beim Guru-Film habe ich mich ja dann quasi mit dem Rezept von Bhagwan befasst, dass eigentlich der Weg zum Glücklichsein über Sexualität läuft, also dass man quasi über Sexualität zur Erleuchtung kommt. Die schlechte Nachricht ist, es hat nicht funktioniert. Und was mir einfach dann aufgefallen ist, lange wusste ich nicht so recht, was mich genau stört. Also abgesehen davon, dass es am Schluss wirklich eine Sekte wurde mit all den Merkmalen, die eine Sekte hat, nämlich es gibt nur eine Wahrheit, alle anderen, die nicht daran glauben, sind Feinde und so weiter. Aber es gab noch etwas ein bisschen tiefer, was mich gestört hat. Wir sind jetzt bei diesem Guru-Film. Als ich das Archivmaterial der Bewegung angeschaut habe, ich habe gemerkt, es sind alles schöne junge Leute zwischen 20 und 40. Es kommen keine Kinder vor, es kommen keine Alten vor, es kommen keine Kranken vor. Und da plötzlich habe ich gemerkt, ja, was mich eigentlich stört, ist, dass die ganzen Ideen oder Anleitungen, die man dort bekommt, sich immer auf sich selbst beziehen. Und es geht dann nie um die Frage, was man auch für andere sein kann. Es geht nicht um Empathie, und das hat mich dann extrem gestört, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der, also ich liebe meine Tochter, ich habe auch gern alte Leute, meine Eltern habe ich leider verloren. Ich finde eigentlich diese verschiedenen Facetten des Lebens schön, und bin jetzt vielleicht ein bisschen sehr abgeschweift, aber im Prinzip geht es darum, dass du gesagt hast, das ist jetzt ein positiver Film, nicht ein kritischer. Es ist ein Film, der im Untertitel einen Weg zum Glücklichsein verspricht. Und genau. Das ist natürlich eigentlich das, was der Bhagwan auch gemacht hat. Nicht? Deshalb bin ich auf diese Parallele gekommen. Genau, deshalb habe ich ein bisschen ausgeholt, weil ich finde eigentlich, es gibt gar keine Anleitung zum Glücklichsein in diesem banalen Sinn. Und der Untertitel ist auch nicht von mir, sondern vom Verleiher. Ich bin zuerst extrem erschrocken, weil das ist auch eigentlich sicher nicht im Sinne von Jalom, habe dann aber gedacht, wenn man es so ein bisschen als Gegenthese zur Anleitung zum Unglücklichsein sieht, dann finde ich es eigentlich okay. Ist interessant, weil Jalom sich davon auch distanziert. Ich habe ihn gefragt. Im Film kommt ja mal vor, dass Jalom sagt, ja, nicht jeder Mensch sollte eine Analyse machen. Hat er eine gewisse Zeit lang geglaubt, und ich habe das auch mal geglaubt, und das Fazit war dann, die Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse ist eigentlich, dass ich begriffen habe, Psychoanalyse macht dich nicht glücklich, aber es hilft dir, dein Unglück zu verstehen. Ganz genau. Und diese Aussage habe ich Jalom gesagt und habe gesagt, wieso sagt der Film denn, dass die eine Anleitung zum Glücklichsein hätten? Und dann hat er sofort gesagt, ich habe nichts mit diesem Untertitel zu tun. Also ich auch nicht. Also das ist wichtig for the record, der fiese Verleiher oder Produzent. Verleiher. War, der Verleiher ist schuld, genau. Filmkopf ist schuld, dass... Nein, der deutsche Verleiher. Der deutsche Verleiher ist schuld, dass der Film so heißt. Aber jetzt vielleicht mal, was kann denn diese Kur? Also was genau ist Jaloms Kur? Ich glaube, das ist das, was du jetzt schon angetönt hast. Psychoanalyse macht nicht einfach glücklich. Ich glaube aber, was hilft bei der Psychotherapie oder überhaupt bei der Auseinandersetzung mit sich selbst und mit den letzten Dingen, ist ein gewisses Gefühl, die Dinge
besser zu verstehen oder ein bisschen ein Aufgehobensein. Mir gefällt zum Beispiel sehr gut diese Stelle im Film, wo er sagt, das in der Psychotherapie, aber wie gesagt, das kann auch durch Lektüre von guten Romanen oder in Filmen entstehen, gibt es so ein Gefühl, aha, das, was mich umtreibt, treibt auch alle anderen um. Und das ist so, er nennt das Welcome to Mankind. Und das ist, finde ich schon, das hat was Tröstliches. Also bei mir hat das funktioniert, sowohl in meiner eigenen Psychotherapie wie beim Lesen von Büchern. Mhm. Der Titel insinuiert eigentlich, dass es um die Kur geht von Yalom. Ich habe den Film eigentlich eher gesehen als ein Porträt dieses Mannes. Also es erzählt natürlich, wie er sich selber sozusagen kuriert hat. Yalom's Cure kann ja auch seine eigene sein. Mhm. Und ich weiß, es hat funktioniert bei manchen besser, bei manchen schlechter. Ich höre zum Glück vor allem die, bei denen es funktioniert hat, weil die anderen sind dann so freundlich, nicht direkt auf mich zuzukommen. Aber ich glaube schon, dass... ich habe ja den Film so anzulegen versucht, dass es darin so wie Räume gibt, filmische Räume, wo eigene Gedanken Platz haben oder Selbstreflexion oder so ein Moment, wo man die Verbindung herstellen kann zwischen dem, was er sagt und dem eigenen Leben. Und es gibt eben Leute, die können da einsteigen und die empfinden es dann auch nicht in erster Linie als Porträt. Und dann gibt es solche, wie du jetzt scheinbar auch dazu gehörst, wo da nicht so einsteigen können. Und für die ist es dann mehr ein Porträt. Also du hast eigentlich die Idee gehabt, dass diese Stellen, die immer mal kommen, wo man, ich weiß nicht, man sieht das Meer oder man sieht irgendwie eine Wiese, die sich im Wind wiegt, dass man dort nachdenken kann und dass der Film in sich selber auch so eine Art therapeutische Wirkung hat? Ja. Aha. Ja, das war die Grundidee. Ich hatte ja die Idee, weil als ich seine Bücher gelesen habe, hatte ich so oft das Gefühl, ich lese mich selber. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig interessiert und hat mir gut getan. Und dann habe ich gedacht, ich könnte ja jetzt auch mal im fortgeschrittenen Alter versuchen, so ein Geschenk zu machen, indem ich einen Film mache, der den Leuten im Kino das Gleiche ermöglicht, wie mir das Lesen seiner Bücher ermöglicht hat. Ja, das war die Grundidee. Was würdest du dann sagen? Findest du das ein bisschen missionarisch? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich frage mich jetzt nur gerade, also du hast gesagt, ist es dieser Moment, wo er sagt, eben in der Kur ist es so, dass man merkt, die komischen Ängste und Probleme, die ich habe, die haben die anderen auch. Mhm. Willkommen zur Menschheit. Das ist ein Instrument der Selbsterkenntnis, dass man das mal sieht. Was hast du denn noch für andere, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, Slogans, Grunderkenntnisse in deinem Film drin, die den Leuten dann, während die Blumenwiese oder das Meer kommt, helfen können, über sich selber nachzudenken? Also ich gehe mal jetzt von Yalom aus, ich muss vielleicht schnell was erklären. Er kommt ja von der Psychoanalyse, hat dann aber im Lauf seiner persönlichen Psychoanalyse und seiner Praxis dann auch als Psychiater und Psychotherapeut gemerkt, dass es eben nicht nur die Sexualität ist, die die Menschen umtreibt, sondern dass es andere letzte Dinge gibt, die ebenso da tief unten in unserer Psyche rumoren. Und er sagt, das sind eigentlich diese Dinge, die die Philosophen seit den alten Griechen umtreiben, nämlich wir müssen sterben, obwohl wir leben wollen. Wir sind frei zu wählen und das ist extrem schwierig, weil jedes Jahr ja 27 Nein bedeutet. Irgendetwas treibt uns an, einen Sinn zu suchen im Leben, obwohl das Leben an sich keinen Sinn hat, wenn nicht einen evolutionären. Und die vierte Sache, die Kant ja vor allem sehr betont hat, das ist die Isolation, nämlich dass wir, je nah wir auch anderen Menschen kommen, letztlich immer alleine bleiben, weil niemand die genau gleichen Erfahrungen gemacht hat wie wir selber. Und dass diese Dinge eben in unserem Leben genauso unterschwellig bedrückend sein können wie unterdrückte Sexualität. Das heißt, er hat eigentlich nicht die
die Grunderkenntnis von Freud angezweifelt, dass wir nicht Menschen sind, die einen freien Willen haben, sondern dass wir Menschen sind, die sehr gesteuert sind durch Triebe oder auch durch Sachen, die im Unterbewusstsein ihre Wirkung entfalten. Und hat das quasi ergänzt mit diesen vier existenziellen Themen. Und wollte da nicht eine Sekte gründen, sondern überhaupt nicht. Ich erzähle dir dann noch eine lustige Episode, wenn Zeit ist, in diesem Zusammenhang, sondern er hat in seinen Lehrbüchern für Studenten einfach immer betont, dass er findet, dass Psychiater und Psychoanalytiker das einfach auch wissen müssen, weil das für viele ihrer Patienten eine Rolle spielt. Okay, das war jetzt eine Riesenklammer. Du hast mich nach etwas anderem gefragt, so ein bisschen konkreter. Die Frage war eigentlich, welche Sätze, Lehrsätze, Maximen kommen in deinem Film, über die die Leute nachdenken sollen, damit etwas passiert? Ich glaube nicht, dass es so Lehrsätze sind, über die die Leute nachdenken sollen, weil ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Es sind eher Geschichten, die innerhalb vom Film erzählt werden, die vielleicht zurückspiegeln. Soll ich ein Beispiel nennen? Ja, unbedingt. Okay. Er erzählt ja, er war der Erste, der Gruppentherapie gemacht hat mit Krebskranken, also mit tödlich, mit, wie sagt man dem, Lethal, vom, kurz vor dem Tod, genau. Und er hat das gemacht, weil er einerseits gedacht hat, dass der Tod ist so ein Tabu, dass diese Leute doppelt einsam sind, weil alle sagen, hey, kommt schon gut und ja und so, und das macht es noch schlimmer, weil tief drin wissen sie, es kommt eben nicht gut und würden vielleicht lieber übers Sterben reden, als diese Farce aufrechterhalten. Und dann hat er eine Erfahrung gemacht innerhalb dieser Gruppentherapie mit Krebskranken, dass eine Frau in der Therapie erzählt hat, sie weiß, sie muss sterben und sie findet sich damit ab, aber was für sie schlimm ist, dass ihre Tochter ihr jetzt noch die letzten Jahre vergiftet. Diese Tochter hatte die Katze mit dem falschen Futter gefüttert und seit da hatten die kein Wort mehr miteinander geredet. Und dann hat ein anderer Krebskranker gesagt, aber also hör doch auf, ich meine, du weißt, du musst bald sterben und deine Tochter ist eigentlich der Mensch, den du liebst, also du musst dich doch versöhnen, sonst bleibt das. Die Tochter bleibt zurück und es geht dir scheiße, die Tochter hat wieder eine Tochter, das wird sich weiter pflanzen, also musst du diesen Kreis durchbrechen. Und sie hat das dann gemacht. Und er hat sehr oft gemerkt, in diesen Therapien, dass von den Leuten diese Dinge, die wir alle haben, wegen der kleinsten Scheiße streiten oder uns aufreiben oder mit Leuten nicht mehr reden, einfach alle diese sinnlosen Dinge, dass die Leute dann in dieser Phase vor dem Sterben das merken und durch das wie ein besseres Leben haben, ironischerweise, weil sie sterben. Und das war für ihn eigentlich so ein Schlüsselmoment, wo er gedacht hat, Kopf, kann man irgendwie das nicht lernen, bevor man todkrank ist. Und so möchte ich auch, dass der Film funktioniert, dass man immer wieder so ein bisschen an sich denkt. Und wenn ein zweites Beispiel, vielleicht die eigene Ehe, die sie beschreiben, die beiden, und dann auch ihre Kinder, was darum geht, wenn man eine Beziehung hat, eine Paarbeziehung, was kommt zuerst? Kommt zuerst diese Paarbeziehung, wie das Marilyn Yellum vertritt. Weil also die sagt, zuerst kommt das Paar, die Beziehung, die Kinder sind erst dann. Genau, quasi die Essential Relationship ist zwischen den Partnern, wie das auch Sartre und Beauvoir gesagt haben. Die hatten aber eben keine Kinder, dann ist es ein bisschen leichter gesagt. Und dann kommen die Kinder und sie sagt ja auch, vielleicht haben die Kinder ein bisschen unter diesem Entscheid gelitten. Also das haben die Kinder ja selber die Und dann kommt die Tochter und sagt, sie hat unter dem gelitten, darum hat sie die Kinder an erste Stelle gestellt, respektive die Karriere und dann die Kinder und da war die Ehe noch tiefer unten, die ist dann gescheitert. Das finde ich eben das Interessante. Der Film sagt nicht,
du musst die Paarbeziehung an erster Stelle stellen oder die Kinder, weil es sind zwei Beispiele und beides ist schief gelaufen, aber der Film sagt, es ist einfach verdammt schwierig und wir sind in dieser Situation und man muss einen Weg finden und ich finde es einfach schon gut, wenn man das auch aussprechen kann, wenn man nicht sagen muss, es ist einfach oder heile Welt spielen oder sagen muss, ich weiß, wie es geht. Eine Maxime, die wenigstens bei mir, die nachhängt, wo ich darüber nachdenke, das fand ich interessant, er sagt, wenn Leute zu mir in die Therapie kommen, dann fragt er sie, was bereuen sie in ihrem Leben und am Schluss der Therapie sagt oder der Sitzung sagt er, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, überlegen sie sich, wie die das hinkriegen, dass sie dann nichts bereuen. Mhm. Ist eigentlich interessant, wobei das Problem ja dann ein bisschen das ist, also was du vorhin gesagt hast, jedes Jahr ist ganz viele Neins. Also wenn ich irgendwie, ich weiß nicht, bereue, dass ich die Affäre mit meiner Sekretärin nicht gehabt habe und dann sage, ich mache jetzt trotzdem, dann bereue ich dann vielleicht was anderes, nicht? Ja, das ist jetzt ein sehr dialektischer Diskurs. Und darum auch mit dieser Maxime. Es geht ja nur darum, darüber nachzudenken. Das hast du ja gemacht. Und was ich einfach interessant finde, also ich habe ja das darum auch am Anfang vom Film gesetzt, dass er dem Patienten sagt, zeichne eine Linie mit Bleistift und der Anfang der Linie ist deine Geburt und das Ende der Linie ist der Tod und jetzt mach einfach mal ein Strichlein, wo du jetzt etwa stehst. Und als ich aus Palo Alto zurückgekommen bin, nachdem er mir das erzählt hat, habe ich das gemacht mit vielen Freunden. Und ich habe gemerkt, alle machen ihr Strichlein in der ersten Hälfte. Und ich musste sagen, hey, ja, ganz sicher. Aber ich muss, also, wenn ich schnell sagen darf, ich meine, wir sind ja jetzt beide, aber statistisch gesehen haben, ich weiß nicht, irgendwie etwa mehr als die Hälfte hinter uns auf jeden Fall, nicht? Ja. Und wieso kommen dann die dazu und machen ihr Strichlein in der Mitte? Weil man muss sich zuerst mal Rechenschaft darüber ablegen, dass die Hälfte des Lebens vorbei ist und dass wir in der zweiten Hälfte sind oder im letzten Viertel. Und also es sind vor allem Männer, wo mir das passiert ist. Und ich glaube, das ist, weil ich habe keine Wechseljahre. Also an uns geht das nicht einfach so vorbei, dass wir jetzt in eine andere Lebensphase eintreten, wo nicht Familie, nicht Kinder. Also das ist ein Verdacht, dass es an dem liegen könnte. Und auch daran, dass wir natürlich in einer Gesellschaft leben, wo so eternal youth-mäßig so die Vorstellung ist, man bleibt immer jung, es geht immer aufwärts. Und das ist ja nicht so. Mhm. Muss auch nicht sein. Ich finde das eigentlich auch noch schön, dass der Film dann mal wechselt. Mhm. Aber dafür das Bewusstsein zu haben, das haben also auch bei meinen Freunden hatten, nicht alle. Wenn ich dich jetzt so reden höre und auch an den Film denke, dann klingt das eigentlich so ein bisschen, also man muss sich bewusst sein, dass man irgendwann stirbt, sich überlegen, was sind die wirklich wichtigen Sachen, was sind die Beziehungen zu den anderen. Das sind ja aber eigentlich auch so ein bisschen Binsenwahrheiten. Und Yalom steht ja damals schon in einer wissenschaftlichen Tradition oder in einer Tradition halt von diesen verschiedenen Schulen der Psychoanalyse, hat dort bestimmte, auch ganz konkrete Instrumente entwickelt und das ist noch etwas, was mir nicht so klar geworden ist beim Film, wie das irgendwie zusammenpasst. Also wo geht es nur darum, dass wir generell über uns nachdenken und wo kommen dann bei ihm wirklich so ganz spezifische psychoanalytische Instrumente zum Einsatz? Von wegen Binsenwahrheiten. Im Film kommt ja auch eine Passage vor aus einem Buch Existential Psychotherapy, das ist so ein dickes Lehrbuch. Und das ist geschrieben aufgrund von langjährigen Forschungen, die er gemacht hat. Also neben seiner 50-jährigen Praxis als Psychiater und Psychotherapeut hat er Forschung betrieben an der Stanford University. Am Anfang des Buches zitiert er eine Passage von, kommt mir nicht in den Sinn, du hast den Film gesehen, weißt du es noch, französischer Schriftsteller. Was, Malraux? Ja, ich habe Blackout. Ja, Malraux war es, genau. Der beschreibt, dass er mal einen französischen Priester, der ein Leben lang die Beichte abgenommen hat,
gefragt hat, was er jetzt über die Menschen sagen würde nach 50 Jahren Beichte abnehmen. Und dann hat er gesagt, zwei Sachen. Erstens, dass die Menschen viel unglücklicher sind, als man denkt. Und zweitens, dass es so etwas wie den erwachsenen Menschen nicht gibt. Also Binsenwahrheit hin oder her, sowohl der katholische Priester als Irvin Yalom, der sich ein Leben lang, er ist jetzt 83, also 60 Jahre mit dem auseinandergesetzt hat, kommt letztlich auf dieselben Punkte. Und darum ist, glaube ich, Binsenwahrheit nicht ganz der richtige Ausdruck. Ja. Ich denke, aber, könnte man dann irgendwie ein bisschen boshaft sagen, eigentlich braucht es den ganzen psychoanalytischen Apparat gar nicht, weil eben also der Pfaffe weiß das auch und sonst ist das eigentlich, wenn man ein bisschen Philosophie liest, weiß man das auch. Ja, es muss ja nicht für alle das Gleiche wirken. Mhm. Ich denke auch nicht, dass jeder Mensch eine Psychoanalyse machen muss. Es kommt auch auf den Leidensdruck an und auf die eigenen Möglichkeiten. Mir hat es super gut getan. Anderen Leuten, die ich kenne, war es nicht das Richtige. Ich finde, was hast du für eine Art von Psychoanalyse gemacht? Ich habe eine Psychotherapie gemacht bei einer Freudianerin, der das dann aber zu eng war und die sich auch nicht nur als Projektionsfläche verstehen wollte, sondern die ähnlich wie Yalom, den ich erst nachher entdeckt habe, auch empfunden hat im Laufe von ihrer Praxis, dass für sie eigentlich so die persönliche Beziehung und Feedback ein wichtiger Teil sind. Das heißt, ich hatte auch, Schweizerdeutsch sagen wir, Pfeifer und Zweckli, also konnte einerseits diese wahnsinnig interessante Reise, das muss man auch sagen, es ist einfach auch eine mega interessante Reise, wenn man sich anfängt zu beschäftigen mit diesen Teilen von sich selber, die man nicht kennt und anfängt Träume zu deuten. Und also ich fand es rasend interessant. Und gleichzeitig hatte ich ja auch dieses andere, das einem auch gut tut, also Feedback zu erhalten, Unterstützung, ja, sowas. Heute ist ja nicht, marschiert man in eine, also generell als Gesellschaft, die Wissenschaften in eine ganz andere Richtung, indem man wieder sehr viel mehr vermisst. Neurologie ist eine Modewissenschaft geworden und Psychoanalyse gilt eigentlich so ein bisschen als veraltet, überholt. Ja, bei wem? Also es gibt auch die gegenteilige Richtung, es gibt auch die Neurologen und es gibt auch, werden entsprechende Forschungen gemacht in Frankfurt. Die sagen, Freud hat ja das einfach angenommen. Das ist eine Hypothese, dass wir ein Unbewusstes haben, das uns steuert. Für diese Hypothese gibt es sehr viele Belege. Also wir pfeifen ein Lied, haben keine Ahnung warum. Und dann, wenn wir lange nachdenken, merken wir, was war der Trigger. Und es gab einen Trigger, aber nicht einen bewussten, sondern einen unbewussten. Und aber er hat das mit Beobachtungen hat er diese Annahme belegt und was anderes gab es nicht. Und jetzt wird das Unbewusste quasi von den Neurologen belegt und es wird gemessen, wo das sein könnte, indem die Leute beim Schlafen, die Träume, wo findet das statt und so weiter. Also es könnte sein, dass man ist daran am zu arbeiten, quasi wissenschaftlich mit, anhand der Neurologie zu beweisen, dass es dieses Unbewusste wirklich gibt und wo es hockt. Du hast zu Yalom gefunden über seine Romane? Eigentlich mehr über seine Geschichten aus der Psychotherapie. Und was war der Grund? Also warum, ich meine, man macht ja nicht, dass man dann einen Film über jemanden macht, das wirklich eine große Kiste, das kostet einem Jahre des eigenen Lebens. Warum, was hat dich so beeindruckt an der Lektüre? Warum, ich meine, er ist ja ein großer Bestsellerautor auch in den USA. Warum ist, mit den Romanen, nicht mit den Geschichten aus der Psychotherapie. Also er hat,
Ich würde jetzt gerne abschweifen, aber eigentlich muss ich wahrscheinlich trotzdem diese Frage beantworten. Schweif mal, wir machen das wieder Psychoanalyse. Du schweifst mal ab und mein Job ist dann, dass ich wieder zurückkomme zur Frage. Okay, aber eigentlich hast du mich ja was Persönlicheres gefragt und weil du dann aber am Schluss aufgehört hast mit seinen Romanen, könnte ich jetzt natürlich sehr gut anschließen und sagen, er hat geschrieben und Nietzsche weinte. Das war das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Es hat mich total fasziniert, aber es ist nicht etwas, was mich dann so umgetrieben hat. Umgetrieben hat mich dann, haben die Geschichten aus der Psychotherapie, zum Beispiel Die Liebe und ihr Henker ist eines von diesen Büchern. Um was geht's und was hat dich da... Eben, ich wollte jetzt darauf zurückkommen und nicht ausweichen. Nein, ich hatte wahrscheinlich zwei Erlebnisse, so zwischen 40 und 50. Der Tod meines Vaters, dem ich sehr verbunden war und wo ich wirklich so zum ersten Mal extrem realisiert habe, dass ich nur ein Leben habe und das Beste daraus machen muss und dass auch dann viele, durch diesen Tod viele Dinge in der Familie oder wer ich bin oder glaube sein zu müssen und so weiter einfach hochgekommen sind. Und dann Beziehungsgeschichte, ohne da ins Detail zu gehen, wo ich mich das nochmal fragen musste. Und ja, das waren eigentlich die Auslöser, einfach persönliche Lebenskrisen. Und wie gesagt, die Therapie hat mir da sehr geholfen und die Lektüre von Yalom hat mir sehr geholfen. Okay. Weil ich, wenn ich die Bücher gelesen habe, habe ich plötzlich, ich hatte so Flashes, da habe ich gedacht, Jesus Gott, aha. Und so, man spiegelt sich dann in einzelnen Leuten, die da in dieser literarischen Therapie sind oder versteht plötzlich Dinge. Und es war für mich wirklich extrem erhellend und tröstlich, ja. Und darum, das, was ich am Anfang gesagt habe, habe ich dann plötzlich dieses Gefühl gehabt, ich möchte das irgendwie weitergeben. Und die Romane, warum sind die Romane so große Bestseller? Warum funktioniert das so gut? Ist das auch, weil die Leute das lesen und... Nein, ich glaube, der Genuss, vielleicht auch, aber eher so der Genuss, dass man, das kennst du auch, das liebst du auch, so gut kenne ich dich, dass man einerseits eine spannende Geschichte liest und andererseits viel lernen kann. Mm-hmm. Also und Nietzsche weinte, das setzt er an im Jahr 1888, als Breuer gerade mit Freud da diesen berühmten Fall der Anna O., also eigentlich die erste Psychoanalyse, probiert zu machen. Breuer, auch ein Seelenklempner. Seelenklempner in Wien, also der Mentor von Freud. Und in diesem Jahr hat Nietzsche wieder mal eine seiner Megakrisen, weil Lou Salome... Eine junge, hübsche, taffe Russin. Und sehr klug, und die aber mit einem anderen Philosophen ins Bett geht. Und dann hat er sich wie vorgestellt, dieser Nietzsche, ein Philosoph, den er sehr schätzt, wenn der eine Psychoanalyse hätte machen können, wäre es ihm dann besser gegangen. Und dann erfindet er den Plot, dass diese Lou Salome Breuer trifft in Venedig und sagt, ich habe da einen Verehrer, dem geht es miserabel und ich möchte nicht schuldig sein, wenn der das Zeitliche segnet, können Sie den nicht mal empfangen und mit dem. Und ja, und dann stellt sich heraus, dass eben nicht nur Nietzsche an dieser Liebesobsession leidet, sondern auch Breuer. Und die sich dann eigentlich gegenseitig therapieren, eine Art. Und dabei herausfinden, einerseits das Prinzip der Redekur, nämlich dass man über Reden zur Erkenntnis gelangt. Und andererseits herausfinden beide, dass hinter dieser Obsession eben etwas ganz anderes steckt, dass diese Obsession auch hilft, damit man nicht über Dinge nachdenken muss, die viel schmerzlicher wären. Im Falle von Breuer, dass er eigentlich ein aufsteigender Psychiater war und gedacht hat, das geht immer so weiter, jetzt ist aber der Freud da und der ist besser. Und er merkt auch, eigentlich ist er schon über den Zenit und das ist für ihn so schmerzlich, dass er sich lieber in dieser Liebesobsession verliert und den ganzen Tag an diese Frau denkt, als an das, was eigentlich
sein wirkliches Problem ist. Und das ist das andere große Prinzip der Psychotherapie, einen Weg zu finden, zu sehen, what's behind the obsession, was ist hinter den Ängsten und den Obsessionen. Und wenn man das rausgefunden hat, so die Theorie funktioniert nicht immer, ist man es ein bisschen los. Ist man ein bisschen freier. Mhm. Beim Sehen des Films habe ich mich gefragt, ich sehe Jalom ganz am Anfang, irgendwie ist eine polnisch-jüdische Familie, nicht? Polnisch oder russisch? Das wussten sie eben nicht so genau, weil sie haben an der Grenze gewohnt und manchmal haben sie das Gefühl gehabt, sie schlafen in Polen ein und wachen in Russland auf und im Moment ist dieser Ort, den es nicht mehr gibt, ein Städtel, der von den Nazis platt gemacht wurde, aber der Ort ist heute in Weißrussland. Ostemigranten, die Eltern sind nicht sehr gebildet, schlagen sich da durch, die Mutter ist so ein bisschen verkrachte Person, eher schwierig. Ja. Irving Jalom ist am Anfang auch, muss sich so ein bisschen aus dem befreien. Und, so ein bisschen ist gut. Ja, oder wahnsinnig befreien und landet in dieser ganzen freudianischen und psychoanalytischen Richtung. Und dann haben wir ihn wieder als alten Mann, der so sehr relaxed da auf all das zurückschaut. Und ich habe mir ein paar Mal gedacht, eigentlich, damit man all diese Erfolge hat, also dass man ein großer Theoretiker der Psychoanalyse sein kann, ein großer Psychoanalytiker, ein großer Romanschriftsteller, ein Forscher, ein Universitätslehrer, der Mann muss doch auch ein wahnsinniger Ehrgeizler gewesen sein. Ja, er sagt von sich, er ist ein Overachiever. Er sagt, er war immer getrieben, von darum habe ich auch gesagt, er musste so ein bisschen strampeln, um da rauszukommen. Das war sein Lebensthema, dass er wirklich das Gefühl, dass er wirklich von diesem Outsider gefangen in diesem, er nennt es Ghetto, also eine kleine jüdische Community, nur von Leuten aus Selz. Also in Washington treffen sich nur mit Leuten aus der alten Heimat. Er wollte da raus, er wollte Amerikaner werden, er wollte ins Leben, also von einem Outsider ein Insider werden und das hat ihn extrem angetrieben. Und die Tatsache, dass es für ihn als jüdischen jungen Mann sehr schwierig war, also man muss sich vorstellen, diese Eltern hatten ein kleines Lebensmittelgeschäft und Liquor Store in Washington in einem schwarzen Gebiet, oder? Und in die Schule musste er in ein anderes Quartier, zu den Weißen. Dort waren aber Wasps, dort war er der Jude. Also wo er gewohnt hat, war er der Weiße und bei den Weißen war er der Jude. Scheiße, oder? Da bist du wirklich einfach ein Outsider. Und als er nachher an die Medical School wollte, das wusste ich gar nicht, gab es also tatsächlich anfangs der 50er Jahre noch eine Klausel, dass nicht mehr als 5% der Klasse Juden sein dürfen. Wusstest du das? Nein, habe ich auch in einem Film, gehört. Das heißt, der Druck, beweisen zu müssen, hat ja nicht aufgehört, auch während der Ausbildung nicht. Und das hat ihn schon geprägt, ja. Wie stark, glaubst du, ist diese religiöse Grundierung wichtig für den späteren Jalom? Er hat das irgendwie als Kind schon extrem abgelehnt. Er hat auch, er konnte nicht Hebräisch lernen, es hat ihm einfach, das, er hat das nie, er hatte nie eine religiöse Ader, gar nicht. Also mit die Bar Mitzwa, mit Ach und Krach und Schande für die Familie, weil er seinen Vers nicht aufsagen konnte. nein, das war einfach gar nie sein Ding. Aber was sicher wichtig ist, es hat seinen Sinn gegen Kirchen geschärft. Und das ist natürlich, hat ihm sicher auch geholfen, sich dann von diesem orthodox-freudianischen zu befreien oder heute zu sagen, ich will nicht eine Jalom-Schule. Kirche, ja, ist klar. Und das war ja Wahnsinn, das war die Episode, wo ich am Anfang, ich mache so, weil es früher im Video ist,
gesagt habe, es könnte ich noch erzählen. Vor 2 Wochen war ich in München für eine Vorpremiere des Films. Er ist Gott sei Dank hier geblieben in Zürich, wo wir am Tag vorher die Vorpremiere hatten. Und da komme ich dahin und dann sagt der deutsche Verleiher, ja, wir haben einen Moderator, weil hier gibt es ja eine Vereinigung Existenzielle Psychotherapie in Deutschland. Und dann nach Dr. Jalom sage ich, was? Ja, okay. Also tatsächlich, dann kommt ein graumelierter Mann und sagt, ja, wir haben das im August gegründet und in den Statuten sind da die Sachen von Existential Psychotherapy und so. Und ja, okay, weiß das Jalom? Also er wusste es nicht. Und dann haben sie gesagt, nein, wir wollen ihn jetzt eben dann gern mal einladen und so. Okay, und dann hat er gesagt, vor dem Gespräch stelle ich Sie kurz vor, dass Sie nach der Vorstellung da sind, für Fragen zu beantworten. Okay, wir stehen da vorne und dann sagt er, ja, wir haben also diese existenzielle Psychotherapie nach Dr. Jalom gegründet. Wenn ihr den Film gesehen habt und ihr denkt, das könnte was für euch sein, könnt ihr euch draußen, sind unsere Leute, könnt ihr euch einschreiben für eine Gratis-Therapie oder Gruppentherapie. Und dann habe ich gedacht, ja, man kann keine Kirche gründen wollen, man kann versuchen, einen Film zu machen, der nicht ein Aufruf ist für eine Jalom-Sekte, aber ja, die Welt ist, wie sie ist. Mhm. Wie ist es eigentlich vonstatten gegangen mit ihm persönlich? Ich meine, es gibt da Aufnahmen, wo er zusammen mit seiner Frau im Jacuzzi sitzt. Und, das ist eine lustige Szene. Das ist eine sehr lustige Szene und ich glaube, wie sie ist sonst nicht im Jacuzzi, nee. für einen Film. Ja, nicht. Das sagt sie auch im Film. Wieso soll sie baden, wenn sie keine Zuschauer hat. Ja. Wie hat das funktioniert, dass du mit denen so ein Verhältnis hingekriegt hast und so drehen konntest? Oder gab es eine Schwierigkeit? Überhaupt nicht. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe ihm einen Brief geschrieben. Mhm. Also hatte ich ziemlich lange, etwa 3 Tage, so 4 Seiten, wo ich geschrieben habe, wer ich bin und dass ich gerne einen Film mit ihm machen möchte und wieso. Von Hand und mit Post geschickt und gleichzeitig dann aber auch noch per Mail. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, er könne sich eigentlich nicht vorstellen, wie man einen Film machen könne über einen Mann, der ein Leben lang eigentlich nur gesessen ist, nachgedacht hat, geschrieben und noch ein bisschen mit anderen Leuten geredet. Und er kenne das dramaturgische Problem sehr gut, weil er war gerade an seinem Roman Das Spinoza-Problem. Und Spinoza ist nun wirklich noch alleine als Outcast außerhalb von Amsterdam gesessen und hat geschrieben. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, das sei ein dramaturgisches Problem, in diesem Fall wäre es dann aber meins. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann soll ich ihn mal besuchen. Ja, und das. Und hast du damals schon eine Idee gehabt, wie du den Film bauen würdest? Also eben nein, nein. Gedacht, du gehst mal dorthin und drehst den Mann. Nein, und lern ihn kennen und rede mit ihm und so. Also weil ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Und finde es schwierig, sich einen Film vorzustellen über jemanden, den man nie gesehen hat. Ich meine, das fängt bei einfachen Dingen an. Ist das ein Mensch, der erzählen mag von sich? Es gibt viele Leute, die können super schreiben, aber nicht gut erzählen. Ist er ein Mensch, der eine schöne Stimme hat? Auch wichtig für den Film. Ist das ein Mensch, der eigentlich nur dozieren möchte oder ist er bereit für ein filmisches Gespräch? Also ich wusste, er ist ein sehr kluger Mann, ein sehr menschlicher Mann, aber wer es ist, wusste ich nicht. Und was mich am meisten überrascht hat, ist, dass er sehr scheu ist. Er ist wirklich, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen spürt man es im Film, aber er ist eigentlich sehr scheu und am liebsten Trotz all der Jahre. Aber er kann das sehr genießen in seiner Familie und so, das sieht man auch. Aber er ist ein introvertierter Mensch.
Und die Psychoanalyse ist ja nicht dazu da, von einem introvertierten Menschen zu einem extrovertierten Menschen zu werden, aber nicht darunter zu leiden im Sinne von, ja, okay und ja. Was fandest du denn jetzt vom Filmischen her schwierig? Oder ist das alles einfach so wie Butter gegangen? Du hast gesagt, fahren Sie mit dem Fahrrad und wir fahren mit dem Auto und nebenher und filmen Sie? Oder gab es irgendwie Herausforderungen? Ja, die gute Nachricht war, dass er ja nicht nur sitzt, sondern dass er zwei Dinge tut, täglich Fahrrad fahren und wenn ihm es geht, tauchen im Meer. Genau, tolle Symbol also ich, auch. Ja. Wir gehen ins Unterbewusste runter. Genau, als er das gesagt hat, war es mir ja schon ein bisschen wöhler. Oder? Ja. Auch klar. Ja. Mhm. Und ja, die Herausforderung war, glaube ich, schon diese große Erfahrung, die er hat, die vielen Geschichten, die vielen klugen Gedanken, so auf die Essenz oder auf das, was für mich die Essenz ist, aber auch, was ihm entspricht als Essenz, einzudampfen und einen Bogen zu finden, der das irgendwie nachvollziehbar macht. Das Konzept war dann zu versuchen, diese Gedanken an Schlüsselmomente zu koppeln, wo er sie auch das erste Mal gefasst hat. Also das wäre ja dann quasi so ein bisschen eine chronologische Achse. Und das aber nicht bei dieser rein chronologischen Achse zu belassen, sondern auch immer wieder so Ausflüge ins Philosophischere, Existenziellere zu machen. Ja. Was guckst du, ob ich mit der Hand aus dem Bild... Nein. Das ist mein Dramaturgie. Ja, stimmt. Du hast anlässlich der Premiere noch etwas Interessantes gesagt, nämlich wie du die Bilder gemacht hast, die zwischendrin sind, dass eben so eigentlich die Stellen, die für Zuschauer bedeuten, Achtung, jetzt kann man nachdenken. Ja, sollte nicht so sein. Ja, das wäre ja grausam. Nein, klar, natürlich. Also ich sage das jetzt ein bisschen spitz, aber... Hast du so empfunden? Nein, ah. Sorry, ich sage das spitz, weil ich habe mal ein Pamphlet über Dokumentarfilm gemacht, wo ich mich darüber lustig habe. Ja, das weiß ich. Aber das hat mich sehr eingeschüchtert, aber das ist sehr lustig, das Pamphlet. Ich benutze das ja selber auch irgendwie, dass man ruhige Bilder hinterher schiebt, dass man darüber nachdenkt. Nein, aber du hast, also wenn ich das paraphrasieren darf, du hast dort gesagt, das Problem von diesen Bildern war, dass sie ja, irgendwie reinpassen und dass sie aber nicht zu schön sein dürfen, dass man sich nur in diesem Bild verliert und dann eben genau. Nur irgendwie einen schönen Meer. Genau, das heißt, es muss eine hintergründige Schönheit musste das haben. Und das ist ja auch schwierig, was das ist. Und wir wussten einfach, wir wollen nicht den Effekt, dass das Bild so toll ist, dass man dann denkt, wow, geile Einstellung, wie haben sie die hingekriegt, weil dann ist man ja nicht bei sich und nicht im Film. Und ja, wie müssen dann, welche Art von Schönheit müssen diese Bilder haben und welche Art von Räumlichkeit auch. Und diese Momente sind ja nicht nur kreiert mit den Bildern, sondern auch mit dem Ton, mit der Musik, mit den Geräuschen. Und ich habe dann versucht, diese Bilder ein bisschen zu finden als in meinen inneren Bildern einerseits und habe so nach Moodsheets geschaut. Ich bin mit Helena Vanier. Moodsheets, das sind es ist so simpel. Befindlichkeitsbilder, oder wie würdest du Moodsheets übersetzen? Also ich kann dir sagen, wie man sie macht, ja, okay. Oder wie ich sie mache. Ja, ja. Helena ist zu mir gekommen, Vanier, die Kamerafrau. Ja. Und dann habe ich gesagt, irgendwie mir gefallen diese Strände rings um San Francisco da und so. Und dann haben wir eingegeben Beach und San Francisco, Google Picture, und dann kommen 1000 Bilder. Und dann haben wir die alle so durchgeklickt und dann haben wir meistens beim gleichen Bild gesagt, diese Art. Mhm. Und weiter, und dann haben wir alle diese Bilder rausgesucht, die uns angesprochen haben, weil es ist auch für mich mit ihr, wäre es schwierig gewesen,
einfach so im Nichts zu reden, obwohl wir seit 20 Jahren zusammenarbeiten. Dann haben wir alle diese Bilder zusammengefasst und haben sie angeschaut und haben überlegt, was haben diese Bilder, auf die wir beide reagiert haben, gemeinsam? Mhm. Was macht sie aus? Mhm. In der Farbigkeit, in der Schärfe und so weiter. Und haben das so quasi dann wie eine Analyse gemacht von dem, was uns spontan gekommen ist. Und das hat uns dann auf den Stil gebracht, auf die Farben, auf die Objektive, auf wo die Schärfe liegen und so weiter. Ich habe noch so, als ich den Film geschaut habe, mir gedacht, es ist wahnsinnig schön, die Musik ist schön, er ist langsam, mhm. Er ist einfach zu verstehen, also es gibt nichts, was irgendwie so schwierig wäre oder so. Er handelt von alten Menschen auch, also ich meine, die Hauptfigur ist relativ alt und das ist ja nicht neben dem jungen Sektor, das große Kinopublikum ist alt. Gab es auch beim Machen schon kommerzielle Überlegungen? Oder hat mindestens Nein. der Verleiher sofort dieses Potenzial gesehen? Also weißt du, ich wollte einen Film über ihn machen und er ist einfach 83 und Aha. die Frau ist 82. ja, fertig, ja, Schluss, ja, oder? Ja. Also, nee. Mhm. Und aber also habt ihr in Amerika den schon angeboten? Ist der schon? Ja, wir haben schon einen Verleih. Ich weiß noch nicht viel mehr. Darf ja nächsten Montag nach San Francisco fliegen. Da wird er zum ersten Mal in den USA gezeigt am Mill Valley Festival. Und da werde ich auch zum ersten Mal den Verleiher treffen. Mhm. Und ich habe noch keine Ahnung, aber ich weiß, es wird dort vorwärts gehen. Na dann. Viel Glück, ich wette, das wird ein großer Erfolg. Danke, hoffen wir.